Und wir kommen noch einmal zum Thema Corona. Impfstoffe sind nicht die einzige Antwort auf Covid-19. Das sagt jetzt die EU-Gesundheitskommissarin. Derzeit prüft die EU die Zulassung von gleich mehreren erfolgsversprechenden Medikamenten. Sie sollen schwere Verläufe und auch Todesfälle verhindern. Ein Kaufvertrag für ein Antikörpermedikament ist bereits abgeschlossen. Ob Asthma-Sprays oder Remdesivir. Einige Medikamente waren bereits vielversprechend. Das eine Wundermittel gegen Corona gibt es bis heute aber nicht. Doch das könnte sich nun ändern. Die Europäische Arzneimittelagentur prüft aktuell 5 vielversprechende Therapeutika. 3 davon sollen schon in einem Monat verfügbar sein, verspricht die EU-Gesundheitskommissarin. Impfstoffe können nicht unsere einzige Antwort auf Covid-19 sein. Wir müssen weiter daran arbeiten, Erkrankungen mit Impfstoffen vorzubeugen und gleichzeitig dafür sorgen, dass wir die Krankheit mit Therapeutika behandeln können. Weltweit wird derzeit an rund 600 Medikamenten geforscht. Einige davon könnte die EMA bald freigeben. Das aussichtsreichste, dieses Antikörperpräparat des US-Herstellers Lilly. Die EU hat gestern erst einen Rahmenvertrag mit dem Unternehmen abgeschlossen. 18 EU-Staaten haben bereits 220.000 Ampullen bestellt, darunter auch Österreich. Experten sehen darin durchaus eine mögliche Alternative zur Impfung, vor allem bei Hochrisikopatienten, die sich nicht impfen lassen können. Wenn sie früh gegeben werden, das heißt bei Leuten, die einen Kontakt mit einer infizierten Person hatten, dann verhindern sie die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit ca. 80% und die Wahrscheinlichkeit zu sterben auf null gesenkt wurde. Heißt nicht nur die Impfung, auch Medikamente könnten Leben retten oder die Dauer von Krankenhausaufenthalten verkürzen. Das Problem allerdings, die Herstellung ist aufwendig. Zudem dürfte eine Ampulle bis zu 2.000 Euro kosten. Wohl auch ein Grund, weshalb der Fokus weiter auf der Forschung von Impfstoffen liegt. Wie etwa dem sogenannten Totimpfstoff des österreichischen Herstellers Valneva. Er funktioniert wie ein Grippeimpfstoff und soll eine populäre Alternative zu den umstrittenen mRNA-Impfstoffen werden. Eine Zulassung in der EU könnte es noch bis Ende des Jahres geben.